Shadow Broker, hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Solartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Beide Göttin nehmen sie an. Du. Du. Wie? Nun. Jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Du, der neue Shadow Broker. So ist es. Liara ist von nun an der neue Shadow Broker. Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich ihn... Überprüf dann mal die Energieversorgung. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Sie haben sich 2 Jahre lang nicht geschont. Sie haben eine Pause verdient. Ja, das habe ich wohl. Wir sollten jetzt über unsere Optionen nachdenken. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Und so findet Liara auf etwas ungewöhnlichem Weg ihren Platz im Universum. Ob sie das gewollt hat oder nicht. Jetzt ist sie der neue Shadow Broker. Shepard hat den Shadow Broker besiegt. Eine Information über die geplante Vernichtung von Cerberus wird bekannt, als Liara zu Sony übernimmt. Die Beziehung der Asari zu Shepard muss sorgfältig beobachtet werden. Gut, und damit haben wir jetzt quasi die Shadow Broker Basis als Anlaufpunkt für uns, wenn wir Liara mal besuchen wollen. Die ist jetzt nicht mehr auf Ilium, sondern die ist von nun an hier. Und ja, da müssen wir mal schauen. Also da müsste es eigentlich Aufträge geben, die wir auch annehmen können, die halt über das Shadow Broker Informationsnetzwerk einfach zur Verfügung stehen. Shepard! Es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Genau. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker.
Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Gut. Also, wir können uns jetzt hier frei bewegen und Lara hat es schon gesagt, wir haben jetzt hier ein paar Terminals zur Verfügung, auf die wir zugreifen können. Oh, neues... Okay. Neues Schiffsmodell. Aber erstmal schauen wir hier kurz Investitionsmöglichkeiten, denn ein bisschen Geld haben wir ja. Und das wollen wir auch gerne ausgeben. Also, beziehungsweise wir wollen investieren natürlich. Warnsignal. Eine Piratenflotte wird in den Außenbereichen der Terminus-Systeme zusammengezogen, um Überfälle auf abgelegene Allianzkolonien vorzubereiten. Informieren Sie Admiral Hackett über die bevorstehende Invasion. Gern. So, was haben wir noch? Bürokratische Untätigkeit. Die Sirta Foundation kann die Tests eines neuen vielversprechenden Antibiotikums nicht durchführen, weil Unterlagen versehentlich falsch abgelegt wurden. Nutzen Sie Ihre Kontakte, um die Hürden zu überwinden, damit mit den klinischen Tests begonnen werden kann. Okay. Unfähiges Pack. So, sind wir schon unter 100.000? Nicht so gut. Verleumdungskampagne. Ein korrupter Politiker, oh, oder nicht etwa Udina, will alle auf der Erde hergestellten Waren, die in sein System geliefert werden, mit einer hohen Steuer belegen, im Austausch gegen Zahlungen lokaler Geschäftsmänner. Nee, wahrscheinlich nicht Udina. Wahrscheinlich irgendein anderer. Ruinieren Sie den Ruf des Politikers mit einer Verleumdungskampagne, damit sein Vorschlag nicht verabschiedet wird. Wie böse, böse, böse. Das ist ja unglaublich, was hier los ist. Und angemessene Belohnung. Eclipse-Söldner haben auf dem Planeten Cuervo insgeheim eine Anlage zur Herstellung von rotem Sand errichtet. Geben Sie den dortigen Behörden einen Tipp und kassieren Sie dafür die Hälfte der bei der folgenden Razzia beschlagnahmten Credits. Okay, klingt gut. Damit haben wir ein bisschen Geld investiert und ich hoffe, wir kriegen auch einiges davon wieder rein. Jetzt schauen wir uns aber erstmal kurz hier um. Also, Ladensteuerung können wir mal aufmachen, um den wunderschönen Ausblick zu genießen. Und das Modell hier nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, Erkundungsinformationen. E-Zero-Minenunternehmen. Die Koordinaten eines Planeten mit reichen E-Zero-Vorkommen können erworben werden. Oh ja. Sehr gern. Iridium-Minenunternehmen. Okay, das gibt es halt für jeden. Ich mach das mal jetzt kurz. Nehmen die von allen an. Okay. So. Ich weiß bloß nicht, sind da jetzt neue Systeme dazugekommen oder wie genau funktioniert das jetzt? Das ist mir nicht ganz klar gerade. Naja, egal. So, hier haben wir das, was wir... Die Hälfte des Torianischen Ratsmitglieds hat in letzter Zeit einige ungewöhnliche Käufe getätigt. Sie rechnet möglicherweise damit, in ein größeres Anwesen umzuziehen. Schön, schön, schön. Das haben wir ja wie auf dem Schiff hier, das Forschungsterminal. Das können wir hier eigentlich genauso bedienen. Schauen wir mal kurz. Okay, den Schaden, den machen wir mal kurz hier. So, die Schrotflinten-Extra-Munition geht noch nicht. Panzerungs-Upgrade. Oh, den Schadensschutz können wir sogar machen. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wir haben keine Panzerungs-Upgrades mehr offen. Verrückt. Schwere Schiffspanzerung geht jetzt auch. Die Solaris-Panzerung der Asari wurde als Upgrade an der Außenstruktur des Schiffs angebracht. Sie hält das Schiff zusammen, auch wenn es einen Treffer einsteckt, der seine Schilde normalerweise durchdringen würde. Klingt gut. Her damit. Und bei den Prototypen können wir doch auch... Ja, sehr gut. Schwere Waffenmuni nach oben. Und schweres Muskelgewebe machen wir auch sehr gern. So, und dann müsste ich eigentlich auch mal fortgeschrittenes Training machen. So, jetzt muss ich mich nur entscheiden, was ich nehme. Also ich kann jetzt eine zusätzliche Fähigkeit lernen hier mit Shepard von einem unserer Teammitglieder. Da haben wir ja jetzt einiges zur Wahl. Ich glaube... Was nehme ich denn? Ich weiß es nicht. Energieentzug, Neuralschock, Schreddermunition. Ich neige ja eigentlich dazu, irgendwas zu nehmen, das Schilde angreift. Da wäre, glaube ich, die Inferno-Granate ganz gut. Wirf eine Sprenggranate, die beim Aufprall explodiert und Flammenwellen in alle Richtungen ausstrahlt. Der Feuerschaden wirkt selbst gegen Panzerung. Sehr gut. Nehme ich. Passt zwar nicht zum Biotika, aber trotzdem finde ich gut. Hier drüben könnten wir theoretisch auch unsere Ausrüstung ein bisschen anpassen. Fortgeschrittenes Training, das ist ja wie auf der Normandie hier. So, aber hier drüben müsste es noch ein bisschen was geben. Einmal die Dossiers und dann hatte ich doch gerade noch irgendwas anderes im Blick. Ach so, das war wahrscheinlich hier, Anlieferung. Aha. Was haben wir denn da? Lieferung von 20.000 Palladium. Warum nicht? Nehme ich gern. Her damit. So, mit Liara reden wir gleich. Ich gucke nochmal kurz in die Dossiers rein. Die Dossiers sind jetzt bloß so inhaltsmäßig. Also da können wir zu unseren Teammitgliedern mal hier noch ein bisschen was an Infos reinholen. Nicht bloß zu denen, sondern auch zu anderen Leuten wie Aria, Captain Anderson, Admiral Hackett oder dem Shadow Broker. Ja,
Selbst Captain Bailey, na sowas. Okay, zu Cerberus. Weiß ich nicht, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Wenn ich mal drauf gehe. Gibt es noch extra zum Unbekannten was? Okay. Aber heute gerauchte Zigaretten 4, okay. Schon 7 Drinks weg. Mensch, so wie der raucht, kann der Tag noch nicht sehr alt sein. Und da schon 7 Drinks gesoffen, das ist Respekt, Respekt. Skyball würde mich auch mal interessieren, das ist 5. perfektes Spiel in Folge. Gut, also gibt es auch allerlei alberne Informationen, finde ich ganz gut eigentlich, gefällt mir. Und wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz schauen, Manifest wird veröffentlicht, Anlage auf Prager wird errichtet. Achso, das sind bloß Aktivitätshöhepunkte, aber wann das jetzt aufgebaut wurde, steht nicht da. Na gut. Wo wir mal kurz reinschauen können, ist bei Tali. Bei der habe ich ja immer die meiste, das interessiert mich ja immer am meisten. Da gibt es sowohl Nachrichten als auch Logs zu allem möglichen. So, schauen wir mal kurz, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Hier haben wir es zum Beispiel, ich hatte es ja mal erwähnt, die haben alle Translatoren mit drin, also haben alle Übersetzungssoftwares mit drin. Hier steht es auch mal, Upgrade der Übersetzungssoftware auf alle Sprachen der Menschen. Also, es ist nicht so, dass die alle dieselbe Sprache sprechen würden. So, jetzt würde mich nur mal interessieren. Steht hier irgendwas von wegen... Herunterladen des Bildungsvideos Balz und Paarung beim Menschen. Wunderschön. Genau nach sowas habe ich gesucht. Und natürlich hat sie auch Flotte und Flottille. Ein Quarianer Schnulzenfilm. Okay. Was haben wir hier? Gibt es irgendwas Interessantes? Ach, das ist noch zur Pilgerreise. Hat sie noch den Shadow Broker mit angequatscht. Ach, natürlich, das ist damals, als sie den Shadow Broker kontaktiert hat. Das war ja, bevor wir sie in Mass Effect 1 mit in unser Team aufgenommen haben. Das war ja der Ursprung, wie wir überhaupt auf sie gekommen sind, weil sie den kontaktiert hat und dann in Gefahr gekommen ist, weil sie halt so eine Nachricht vom Saren hatte. Okay, gut, lese ich mir jetzt nicht alles durch. Ah, hier gibt es ja auch eine nachträgliche Entschuldigung des Shadow Brokers für Fists Verhalten. Auch gut. Gut, interessant. Tastaturlog, irgendwas Interessantes? Wollte sie wahrscheinlich ihren Familien schreiben? Ah, da wollte sie den Mitgliedern, die auf Heström gestorben sind, aus ihrer Einheit schreiben. Beziehungsweise den Hinterbliebenen wahrscheinlich. Hm. Ja. Traurig, traurig. Also es nagt natürlich an Tali, ne? Und sowas haben wir dann halt zu jedem Teammitglied. Schaue ich mir jetzt nicht zu jedem an. Aber... Es ist bald Zeit für den Neuerwerb des effektiven Kastenstatus auf Gashan. Ich habe Geldmittel vorbereitet, die Ihnen vollständigen Elitezugang ermöglichen. Ja, super. Also das haben wir dann halt zu jedem. Das sind halt sehr detaillierte Einzelinformationen, die dann meistens auch irgendwie mit der Vergangenheit schon innerhalb der Spielreihe zu tun haben. Wie geht's Ihnen, Liara? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überwältigt. Der Shadow Broker hatte mehr Ressourcen, als Sie sich vorstellen können. Hier, sehen Sie mal. Er hatte Zugang auf höchster Ebene zu den Regierungen der Turianer und der Asari. Und mehr als eine salarianische Dalatres hat ihm Informationen verkauft. Und jetzt gehört alles uns. Sie werden jetzt aber nicht mit gruseligen Informationen über jeden in der Galaxie zur Einsiedlerin, oder? Ich spüre die Verlockung. Ich habe direkten Zugriff auf alle Geheimnisse der Galaxie. Geben Sie mir 10 Minuten und ich könnte einen Krieg anzetteln. Aber ich habe ein Ziel. Ihnen zu helfen, die Reaper aufzuhalten. Dadurch bleibe ich ehrlich. Sie wissen schon, relativ betrachtet. Wenn es Ihnen zu viel wird, könnten wir das Ding einfach verschrotten und abhauen. Das ist das Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hierher gehöre. Bei der Arbeit alleine habe ich immer nach Hinweisen gesucht. Mit den Ressourcen des Shadow Broker geht es um Organisation und Katalogisierung. Ich habe alles, Shepard. Das ist ein Traumjob. Nur das Büro liegt etwas ungünstig. Haben Sie schon etwas Nützliches gefunden? Der Shadow Broker wusste von den Reapern. Vielleicht hat er deshalb angeboten, dem Rat zu helfen, Sarens Schuld zu beweisen. Er wollte nicht, dass Saren Erfolg hat. Außerdem wusste er, dass die Kollektoren Proteaner waren, umfunktioniert zu Marionetten des Vorboten.
Es gibt sogar einige Daten über die Proteaner. Er wusste wohl, was kommen würde und hat einen Weg zum Überleben gesucht. Dann frage ich mich aber, wieso hat er den Proteanern denn überhaupt erst geholfen, um ihnen halt das zu ermöglichen? Also, dass Shepard halt zum Beispiel weggeschleppt wird. Weil ohne Shepard sind die Chancen für die Galaxie halt ein ganzes Stück schlechter. Ich meine, ihm muss doch klar sein, dass er da weitaus, also dass die Galaxie größere Chancen hätte, wenn Shepard da sicher ist. Warum hat er sich immer noch mit den Proteanern beschäftigt? Sie haben uns die Warnung und die Röhre auf Ilos gegeben, aber diese haben wir benutzt. Der Shadow Broker hat wohl gedacht, dass da noch mehr zu finden ist. Vielleicht hatten die Proteaner andere Pläne. Oder vielleicht hat er nur nach allem gegriffen, was irgendwie Hoffnung versprochen hat. Naja, ich sag mal so, Liara wird von nun an die Ressourcen nutzen und ich verrate schon mal, im dritten Teil wird sie was entdecken, was der Shadow Broker vermutlich, also was vermutlich der Grund dafür war, dass der Shadow Broker weiter gesucht hat. Woher wussten Sie, was der Shadow Broker war? Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten sollte, als wir ihn endlich gefunden hatten. Aber bei meinen Proteaner-Studien habe ich mich auch mit Kulturen vor der Raumfahrt beschäftigt. Ich weiß einiges über die Jagd. Auf den Terminals ist mehr, falls es Sie interessiert. Eine faszinierende Kultur und eine erschreckende. Wie geht es Farron? So gut, wie man es nach 2 Jahren ständiger Folter erwarten kann. Kommt er wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Er will arbeiten, also lasse ich ihn helfen. Vielleicht lenkt ihn das ab. Und? Sie und Farron? Nein. Die Tortur hat bei ihm ein Trauma ausgelöst. Er ist emotional empfindlich und muss sich erholen. Er ist mir für seine Rettung sehr dankbar. Aber es wäre unverantwortlich von mir, das auszunutzen. Das muss ja nicht unbedingt ein Ausnutzen sein, aber vielleicht erwächst ja trotzdem was draus. Ist ja möglich. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Liara. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Was ich jetzt wirklich brauche, ist Freundschaft. Ich kann nicht lange weg, aber die ganze Zeit auf diesem Schiff zu verbringen. Bei Ihrem nächsten Besuch könnte ich vielleicht mal mit auf die Normandy kommen. Klingt gut. Warum machen wir das nicht sofort? Okay, danke. Bin gleich da. Geben Sie mir eine Minute. Für eine alte Freundin habe ich immer eine Minute Zeit. So, jetzt haben wir zwar nicht nochmal mit Farron geredet, der wäre in diesem Raum dort gewesen, aber egal. Hat Ihnen die Führung gefallen? Ja, es ist ein wunderbares Schiff. Und ich habe Joker getroffen. Er schien sich zu freuen, mich zu sehen. Obwohl er gefragt hat, ob ich kürzlich die Ewigkeit umarmt hätte. Ach, natürlich hat er das. Ich habe auch mit Dr. Chuckwas gesprochen. Freut mich, dass es ihr gut geht. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Es war ziemlich mühsam, aber ich konnte ihre Dienstmarke beschaffen. Ich dachte, die würde ich nie wiedersehen. Sie hat mehr als einmal den Besitzer gewechselt. Erinnern Sie sich an Admiral Hackett? Er hat sie mir überlassen, damit ich sie an Sie weitergebe. Er schickt Ihnen Grüße und hofft, dass es Ihnen gut geht. Wie geht es Ihnen, Shepard? Ich meine wirklich, nicht das, was Sie zur Hebung der Moral Ihrer Crew erzählen. Unter uns? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich tue, was ich kann, aber... Sie haben mehr getan als die meisten. Ohne Sie würde es auf Horizon keinen Mann, keine Frau und kein Kind mehr geben. Ich habe einige von Ihnen gerettet, aber nicht genug. Und die Kollektoren werden Kolonien überfallen, bis ich sie aufhalte. Dann werden sie sie aufhalten. Und ich dachte schon, es könnte schwierig werden. Sie werden es schaffen, so wie immer. Ich weiß nur nicht, was als nächstes passiert. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wofür kämpfen Sie? Eine Chance, Miss Was Normandy eine Heimatwelt zu geben? Tali ist wichtig für mich. Und sie verehrt sie voller Ehrfurcht, seit sie sie vor 2 Jahren auf die Normandy gebracht haben. Das hätten sie mir auch schon früher sagen können. Und ihnen den Spaß verderben, es selbst herauszufinden? Hoffentlich werden sie beide glücklich, Shepard. Ich muss zurück auf meine Basis. Trotzdem, danke für die Einladung, Shepard.
Komm bald wieder. Tja, vor dem Shadow Broker kann man nichts geheim halten. Auch nicht, in wen man verliebt ist oder mit wem man eventuell eine Beziehung anfangen könnte. Und ich muss sagen, ich mag Lyra als Freundin für Shepard, also als eine Freundin. Das gefällt mir weitaus besser, als sie als Geliebte für Shepard zu sehen. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht, aber so als enge Freundin Shepards finde ich sie passend. Es gibt keine neuen Nachrichten. Und war auch niedlich, wie sie das so gesagt hatte, dass sie eigentlich Shepard schon, also dass Tali Shepard schon seit 2 Jahren eigentlich anhimmelt. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Gut, dann mache ich an der Stelle mal Schluss für heute. Wir haben ja jetzt sehr viel wieder geschafft. Und zwar haben wir die restlichen Loyalitätsmissionen geschafft. Ich glaube, es waren 4 Stück, die wir gemacht haben. Und dann jetzt das Shadow Broker DLC soweit abgearbeitet. Wir können da theoretischerweise später immer mal wieder hin und noch Investitionen starten oder Infos einholen über irgendwelche Leute oder weiß der Teufel was oder vielleicht auch irgendwelche Abbausachen uns abholen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann die anderen DLCs anschauen. Da gibt es ja noch einige. Also wenn wir mal hier auf die Karte schauen, da steht ja noch einiges an. Die Shadow Broker Basis ist jetzt hier fortan anwählbar, anlaufbar. Wo ist denn hier eigentlich? Gibt's nicht. Okay. Ach, wir sind im. Ach nein, wir sind im Sanduhr-Nebel. Okay, ich dachte gerade schon, wir sind im Omega-Nebel. Das hat mich etwas gewundert. So, hier unten ist das Massenportal. Genau dort wollte ich jetzt eigentlich hin. Am Popo der Welt ist das Ganze hier. Wahnsinn. So, dann laden wir mal kurz nach hier an Treibstoff und schauen uns mal kurz hier auf der Karte um. So, und da sehen wir haben noch hier das Projekt Feuergänger. Wir haben, ach, jetzt sind die hier mit eingezeichnet, Planet Reich an Zero und Iridium und so. Okay, wir haben, das ist die Hauptmission, Projekt Overlord wird auch noch ein großes DLC. Abstürzendes Schiff retten, weiß ich gerade gar nicht, was das ist, aber ich glaube, das ist auch irgendwie von einem DLC. Und hier unten haben wir auch noch, da nicht, hier, Dr. Kenson retten war auch noch ein DLC. Also wir haben noch einiges an Missionen vor uns, bevor sich das ein bisschen lichtet und wir dann tatsächlich mit der Hauptmission weitermachen. Bevor ich das mache, will ich tatsächlich alle DLCs mal abarbeiten. Da haben wir beim nächsten Mal ein bisschen was zu tun. Und in der Zwischenzeit werde ich zumindest mal durch die Welt reisen und ein bisschen die Augen offen halten hier, um nach weiteren Nebenquests zu suchen, die wir hier noch so entdecken können. Und dann werden wir beim nächsten Mal ein bisschen was zu tun haben. Ob ich jetzt noch Rohstoffe brauche, weiß ich gar nicht. Eigentlich ja nicht so, ne? Vielleicht noch mal ein bisschen was zusammensuchen, weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, gut. Und damit würde ich sagen, wir starten beim nächsten Mal mit... Was machen wir denn? Ich suche das jetzt schon mal aus, weil ich dann dahin fliege und dann dort auch bleibe. Projekt Overlord. Ja. Ich bin für Projekt Overlord. Dort starten wir beim nächsten Mal und dann wird's ein bisschen DLC-lastiger als diesmal. Auch wenn wir diesmal schon den Shadow Broker DLC gemacht haben. Bis dahin, wir sehen uns. Macht's gut. Bis bald.